So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. So, da kommt der nächste Container-Übung rein. Und welcher ist es? Der hier. Ja, die laden gleich in den... Was haben wir hier drin? 12 Container sind hier. 153 sind da und da sind 51. Auch nicht das dicke, ne? Was macht der hier? Fährt der leer? Du hältst das nicht aus. Haben wir keine Container mehr da? Doch. Warum fuhr der leer da rein? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Warum fuhr der leer da rein? Er ist voll. Oder was? Wir haben Stau. Nein, wir haben Stau. Cool. Oh ja, hier, das ist ein Stau. Schön. Stau auf dem Parkplatz. Ja, ich würde das ja irgendwie anders regeln, aber es geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir das regeln sollen. Wie kriegen wir das am besten hin? Kommen wir da rüber? Das geht sogar tatsächlich. Du sollst dich wundern. Wenn ich jetzt hier was abreiße, ich würde gerne was abreißen. Und zwar nur so ein kleines Stück. Das geht aber irgendwie nicht. Das ist natürlich doof. Naja gut. Nehmen wir das mal wieder raus hier. Ich krieg das nicht weg. Ich krieg die Autos da nicht weg. Ich kann sie natürlich alle verkaufen. Nein, die wollte ich jetzt nicht, weil das ist verkehrt. Warte, ich habe fast die Lok verkauft. Die Metro. Alle Fahrzeuge verkaufen. Dann könnte ich eine abreißen, ne? Ist das Ding wieder voll? Ja, natürlich. Wisst ihr was? Kann ich ihn jetzt abreißen? Nee, ne? Ey, coole Nummer. Abriss läuft. Ohne Probleme. Worauf wartest du noch? Weil da noch Fahrzeuge stehen oder was? Oder wie? Hä? Warum ist das nicht abgerissen? Weil? Ach, guck. Dann macht euch mal weg, Freunde. Parken ist hier nicht mehr. Schluss. So, die müssen erstmal hier durch den Acker fahren. So, ich weiß nicht, ob die einen neuen Platz gefunden haben. Keine Ahnung. Habt ihr? Bergdorf groß. Oh, jetzt weiß er nicht wohin. Wo ist denn der? Ach, guck mal. Wenn er nicht weg kann, dann wird er da hingebeamt. Ja, Mensch, wunderbar. Lass mal ein bisschen langsamer laufen hier. Dann haben wir das Problem nicht weniger. Das ist schon mal gut. So. Container gehen auch weg wie warme Semmel. Die können nicht was, warum nicht? Weil es werden nicht genug Waren rangefahren. Okay, was haben wir denn an Waren noch da? Das müssten wir ja auch mal mit lauern, ja? Das ist auch schon ziemlich mager hier, ne? Platten haben wir noch. Die werden ja auch gefahren, ne? Platten gehen auch durch. Was haben wir sonst hier noch drauf? Ziegel, Brettware. Was mal, auf Bretter haben wir keine Bretter mehr? Bretter. Tatsächlich. Übersichtlich. Fehlende Ressource, Holz. Leute, hier ist Holz OE. Warum fahrt ihr nicht? Weil... Ja,
Hier ist noch Holz drin. Haben wir keinen? Doch, hier ist ein Transporter, der fährt da hin und her. Vielleicht sollten wir mal die Straße so ein bisschen optimieren. Bisschen Kies draufschmeißen, wa? So. So schön, ne? Kann man so lassen. So. Wunderbar. Haben wir. Das läuft auch. Wo ist das Schiff jetzt? Ist das langsamer? Ist im Lager sozusagen. Alles leer. Wir haben drauf, wie viel? 318. Getankt hat er auch bestimmt, ne? Hat er. Aber hier ist noch voll. Vielleicht müssen wir echt hier eine Pumpe zwischen haben. Vielleicht müssen wir hier eine Pumpe zwischen haben. Finde ich aber kurios, dass es auch, dass das nicht mit ohne geht sozusagen. Finde ich ein bisschen schade. Rohrleitung, Pumpe. So. Passt da nirgendwo hin. Passt nirgendwo hin, diese merkwürdige Pumpe. Kriege ich das irgendwie da oben hin? Ach, kriege ich das Teil irgendwie da oben hin? Ach, ich muss das irgendwie da oben hingefummelt kriegen. Frage ist nur wie. Da oben passt da nicht zwischen, ne? Da passt da nicht rein. Kannst du machen, was du willst. Nee, kriegst du nicht rein. Da passt er hin. Das würde gehen, aber ich krieg die Straße nicht raus, ne? Ich müsste es mal üben, mal probieren, was funktioniert. Warte mal, lass mal weg hier. Vielleicht geht das besser. Dahin, zack. Nur mal so gucken, ob ich da jetzt eine Straße rankriege. Natürlich nicht. Also wenn es brennt, dann brennt es, ne? Dann muss ich die Straße abreißen, umbauen. Erstmal das Rohr weg. Pass mal auf das Rohr. Das Röhrchen. Reiß mal das Rohr weg. Na, komm mal her. Abriss. Abriss stoppen, Abriss bezahlen. So, mach mal. Das Rohr weg. Und dann neues Rohr ran. So, haben wir. Passt das dahin? Natürlich nicht, ne? Natürlich nicht. Schade. Also passt nicht hin. Lass mal weg hier. Warte mal, wie machen wir das anders? Ne, lass mal laufen. Lass mal laufen. Nach 20 Jahren Feldweg gibt es nur noch Schotter und in 20 Jahren Asphalt. Schnee als vielleicht. Vielleicht. Ne, also wir müssen ja so ein bisschen mit der... Ne, also wir wissen ja nicht genau, also wir müssen ja, ne? So. Warte mal, wie machen wir das am besten? Dann so eine lange Rohrleitung da hinlegen, das könnte man natürlich auch machen. Vielleicht hilft das ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich baue ihn mal einfach mal dahin. Wir probieren es mal aus. So. Röhrchen hier hin. Drei. Dahin, es geht. So, hier raus. Eins, zwei, drei. Dahin. Halt. So. Verbindet. Verbundet. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kannst du gleich machen. Mach mal. Straße. Wir brauchen ein bisschen Feldweg hier. Auch wenn es nicht so ganz toll aussieht, macht nichts. So, das haben wir. Das Ding, das kann das aufgebaut werden. Vielleicht funktioniert es ja. Ich weiß es nicht. Mal gucken. 2, 1, fertig. So. Ob jetzt Benzin... Doch, jetzt wird Benzin reingepumpt. Also, da muss eine Pumpe zwischen. Er macht es zwar voll, wenn der Knecht hier ankommt. Dann läuft es.
Doch, das geht. So, da muss eine Pumpe zwischen. Haben wir wieder was gelernt, haben wir. So. Was bist du für einer? Plutonium. Ach ja, stimmt, das ist der Knecht. Hier ist nochmal Container. Er ist fast schön voll. Ich glaube, wir machen zu viele... Ja, wir machen zu viele diese 40 Zoll Geschichten. Wir müssen noch andere bauen. Was baust du denn für Dinger? Das sind die ganzen... Was für Container baust du hier? Kann ich nicht sehen, ne? Ich glaube, wir müssen auf diese hier, ne? Auf die kleinen. Auf das Format hier. Oder sind sie sogar, ne? Was ist das für einer? Das sind 20 Zoller. So. Du machst die großen, ne? 40 Zoll, ja genau. Warum ist hier gerade so ein bisschen, bisschen Wartung? Was ist hier los? Wir kriegen den Kram nicht ran. Aber Leute, hier ist 200 Tonnen Essen. Also bitte. Wo willst du denn hin? LKW auf der Laderampe. Beladen, entladen, kleine Laden, Export. Das ist doch hier, ne? Was ist das hier? Bergdorf Warenhaus 5. Das haben wir auch noch nicht umbenannt. Das müssen wir mal machen. Oh. Caplock. Lagercontainer. Export. So. Jetzt weiß ich nicht, welcher das ist. Rosthausen. Bergdorf Supermarkt. Es müsste doch hier jemand sein, der hier das ein bisschen durch die Gegend fährt, ne? Was seid ihr hier? Was haben wir denn für welche? 1, 2, 3, 4, 5. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? LKW, Lagerrampe, Lagerrampe. Hast du nicht gesehen? Klamotte, Chemiepflanzenlager. Die fahren die Sachen an. Okay. Bergdorf, Verteilbüro Klein. Das sind die hier. Ach, das ist die Laderampe. Das ist das. Okay. Beladen mit Lebensmittel. Lagerkleidung. Essen, Alkohol, Export. Das ist, glaube ich, das obere Ding, ne? So, was machst du jetzt? Mit Brot. Er holt Brot. Aber es ist schwer ranzukommen ans Brot, so wie es aussieht. Man hätte ein bisschen und so, ne? Aber ist irgendwie nicht. Dieses Rausfahren ist ein bisschen schwierig. Na gut. So. Es wird schon gehen. Es wird schon gehen. Was machen wir? Wir werden mal die Straße hier abreißen. Die hier kann weg. So, wir haben ein Abrissunternehmen, die machen das schon. Die müssen ja auch mal was zu tun haben, ne? Wo sind sie denn hier? Da unten. Die müssen gleich losfahren. Da geht es mich los. Alles klar. So, das haben wir. Wie viele Container stehen denn hier rum? 140. Werden die auch abgeholt? Ja, so wie es aussieht, ja. Da hat sich wieder einer vorgedrängelt, ne? Warum fährst du nicht los? Bitteschön. Fehlende Ressource, Öl. Feuer ist gelöscht. Hat es gebrannt? Oh, cool.
Wo hat es denn gebrannt? Eine Fabrik. Sprengstofffabrik hat gebrannt. Zum Glück ist das nicht hochgegangen. Ach, wie schön. So. Produktion eingestellt. Produktion eingestellt. Lass mal löschen den ganzen Kram hier. So. Haben wir. Was haben wir jetzt? Juli, ne? Wie ist das hier? Oh, hier wird geerntet. Großartig. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt was zusammenkriegen hier. In Sachen Ernte. So, alle unterwegs. Alle unterwegs. Mach den Laden mal voll hier. Weil ich, das kann nämlich nicht sein, also dass wir so viel, irgendwann müssen wir doch mal genug Pflanzen haben. Weil wir haben jetzt drei Höfe hier laufen, ne? Die volles Rohr in Gange sind. Zwei, was haben wir gesagt? 2019, 18, ne? 20, 60, 58, 55 Felder, glaube ich, aber 56, irgendwie sowas im Dreh. Und zur Not? Weiß ich nicht. Zur Not müssen wir dann auch wieder ein bisschen was ranbauen, damit wir noch mehr Felder bekommen. Ach, was ist denn hier los? Die haben noch nichts zu tun. Die stehen ja auch noch ein bisschen fraglich rum. Feld 9. Ist aber doch in Arbeit, ne? Da fährt aber schon ein Wagen. Ein Gebäude brennt. Was ist denn hier los, sag mal? Ist ja nichts zu fassen. Das brennt denn hier? Kieslager. Wieso brennt ein Kieslager? Da brennt ein Kieslager. Hältst du den Kopf nicht aus? Wie sieht das hier aus? Jawohl, der Kram kommt raus. Bester Kram. Das geht auch durch. Hier läuft es auch. Gerade ein bisschen eng alles, ne? Das ist doch dieses Doofe, da fällt immer nur einer zur Zeit rein. Das ist auch ein bisschen nervig. Wenn das ein bisschen mehr Flow hätte, wäre schon ganz cool. Ein bisschen stockender Verkehr, würde ich sagen. Ganz dezent. Habe ich irgendwie... Ne, warte mal. Da. Haben wir doch. Du willst mir jetzt nicht aufdrängen, dass hier noch eine... Da fehlt noch was. Hier, so. Und hier auch. Aber sieht gut aus. Das auch, wird auch weggefahren. Ich hoffe, das geht auf dem Hof, ne? Voll und wunderbar. So soll es sein. So. Irgendwie ist hier gar nichts drin, ne? Warum nicht? Weil, ist hier irgendwas zu eng für euch? Feld. Ach ja, stimmt. Ladewarnbild. Das müssen wir vielleicht mal laden, wa? Ich glaube, das ist besser. 100. So. Hier ist, glaube ich, das gleiche Spiel, ne? Zum Glück gucken wir da nochmal hin, ne? Entladen. 100%, bitteschön. So, macht euch auf die Socken. So, und hier oben läuft das, glaube ich, auch, ne? Jawohl! Ach, wie schön! Ihr wisst wieder nicht, wohin, ne? Das, ich sehe das schon wieder. Diese Vorfahrtgeschichte, da weiß wieder keiner, wohin will. Das werden wir gleich mal regeln, glaube ich. In Sachen, was ist denn jetzt los? Stau? Was war hier? Ach, siehst du, sind wir vor Ort. Passt ja. So, haben wir hier zwei Ausgänge, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, wir haben nur eine Ausfahrt, ne? Eine.
Wie kriegen wir das am besten geregelt? Dass wir den Stau hier umgehen. Das müsste irgendwie sowas wie hier unten sein, ne? Das haut nämlich einigermaßen hin. Bloß hier nicht so richtig. Na, das geht schon. 200 Tonnen, alter Freund. Das machen wir anders. Ich baue hier nochmal eine Straße ein. Pass mal auf. Ich baue hier nochmal eine Straße ein. Und zwar hier runter. So. Einmal hier rauf und einmal hier hoch. So. Das müsste jetzt gehen. Ja, es sind noch zum. Also das war noch nicht im GPS drin, dass das jetzt eine Einbahnstraße ist. Das muss ja erstmal reingemalt werden, ne? Das ist ja nicht so schnell, das dauert eine Sekunde. Wo fahrt ihr denn hin? Ihr fahrt da runter und dann. Flow ist da, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Im Winter muss da mal die Asphalttruppe ran. Ja, ich glaube auch, das müsste mal hier optimiert werden. Warte mal, das müsste hier mal optimiert werden. Was ist denn hier drauf? Das ist super, das ist super. Das ist super. Hier ist Katastrophe, ne? Hier ist gut. 108 Tonnen. Ah, die fahren ja. So, jetzt haben wir das ein bisschen optimiert, jetzt müsste es auch rollen. Und das geht hier auch wunderbar. Wie sieht denn das Lager aus? 4000. 4000. Wo ist denn der Zug? Der müsste auch bald mal wieder anfangen zu rollen hier, ne? Da ist er doch schon. Du darfst aber auch ein paar mehr Waggons mitnehmen. Das macht nichts. Das ist echt nicht, das ist nicht das Problem. Ach, das ist ein Müllzug, was das hier im Gebäude brennt. Da brennt schon wieder irgendwas. Warte mal, was ist das hier? Müll? Das ist der Müllzug. Okay. Wo ist denn unser Zug, der hier ranfährt? Zugverteiler, wo ist denn der? Ach, ganz hier oben. Ganz hier oben, was ist denn hier? Zement, Aluminium, hast du nicht gesehen. Zement fahren wir auch weg, ne? Weiß ich jetzt gar nicht, was fahren wir denn eigentlich weg? Grenzerstadt, Zoll, Zollhaus. Kornhof. Platten. Der fährt nochmal Platten weg, aber die können wir eigentlich genauso gut, das können wir lassen oder wegnehmen. Braucht er nicht mehr, weil die verladen wir. Die verladen wir in Container und sind die Sache durch. Fragt mal, was ist das denn hier? Fleisch? Beladen und was entladen? Ach, das ist da oben beim Schlachthof. Schlachthof! Bergdorf Frachtbahnhof, was ist das denn hier? Beladen mit Stoff, Alkohol, Kleidung und hast du nicht gesehen. Wo soll das denn hin? Entladen, Pflanzen. Wo ist der denn, sag mal? Hier brennt das irgendwo. Irgendwo ist hier Feuerwehr unterwegs. Pflanzen sollen hier entladen werden? Sieht aber nicht danach aus, mein Freund, dass du hier Pflanzen entlädst. Hier muss es irgendwo brennen. Hier ist irgendwo Feuerwehr unterwegs. Das Verteilbüro brennt. Okay. Jetzt kommen sie alle nach Hause, weil es brennt. Die wollen alle das Feuer sehen. Da sind wir die Richtigen, du. So, gelöscht. Jetzt könnt ihr wieder losfahren, ihr Pflaumen.
Die sind bestimmt jetzt beleidigt, weil sie noch nie mal einen Kaffee austrinken konnten. Ach du Himmel, du. So, warte mal, was ist hier? Warten Studenten, die nehmen wir alle mitgenommen. Weg mit Sheet. Die müssen ja irgendwo hingeschleppt werden. Sonst, ne? Container. OE. Was hast du für Ware drauf? 120.000. Das ist doch nicht schlecht. 3 Millionen haben wir diesen Monat gemacht. Und was machen wir hier? 8,9 Millionen. Wir machen Geld, das ist nicht wahr. Da fällt es vom Glauben ab. So, warte mal. Hier müssen wir nochmal schauen. Das müsste aber jetzt laufen, ne? 13 Tonnen. Ja, das kannst du mal sehen. So schnell ist das abgefahren hier. Warum wird hier nicht geerntet? Was ist hier los? Ich hoffe, die sind alle unterwegs hier. Wenn nicht, dann ist hier was los. Wir können ja mal reinluschern. Sieht aber aus, als wenn da alle Mähdrescher schon unterwegs, ne? Hier drüben auch. Alle Björten alle unterwegs. Sieht ganz danach aus. Gut. Ja, dann wird er gleich kommen. So, was ist mit dem hier? Ist schon abgeerntet oder was ist los? Hat keine Farm zugeordnet? Was? Ach, warte mal. Vielleicht ist das Problem mit dem hier. Verwaltung 19. 19. 19. 19. Warum ist das Feld nicht mit drin? Haben wir das gar nicht mit reingenommen, das Feld? Alter Freund, das ist ja nicht wahr. Ja, nimm das Feld nochmal dazu hier. So. Dann müssen wir das ja theoretisch hier auch nochmal zunehmen, ne? Was haben wir hier? Feld 9. Was haben wir hier? Hofbedarf, das ist was anderes. Traunhof, das sind auch die beiden, ne? Mülltransport zwischen offenen Lagern? Du brauchst einen offenen LKW. Warum? Ich will kein Müll fahren. Apropos, was ist denn hier los? Da fehlen zwei Fahrzeuge. Lili. Die sind voll. Die nicht. Warum nicht? Hä? Abgedeckter. Sowas brauchen wir, ne? 13 Tonnen Pflanzen. Wir hatten was Besseres, ne? Abgedeckte Ladefläche 24 Tonnen. Oh. Die nehmen wir auch noch mit dabei. So. Dann haben wir sie auch mit drin. Jetzt müssen wir natürlich nur das Gebäude hier noch, das eine Feld hier noch mit reinnehmen, ne? Das Gebäude ist schon zugewiesen. Was? Ach, das ist schon zugewiesen. Guck mal einer an. Und hier genauso. Ist auch mit zugewiesen. Auch schon mit drin. War was beim Hof nicht mit dabei. Beim Hof nicht mit dabei. Mensch, du. Na gut. So, was haben wir hier drin? 1,8 Tonnen. 2,7 Gebäude brennt schon wieder. Da brennt schon. Das ist ja furchtbar. Hier brennt das alle nass lang. Was brennt denn da? Das Waisenhaus. Die haben wieder gezündelt. Die können es wieder nicht lassen, weißt du? Einmal nicht hingucken schon. Siehst du hier, Finger verbrannt. Aktive Feuerwehrleute, so lösch mal hier. Zwei Verletzte. Mann. Was war hier? Feuer ist gelöscht, ne? Wunderbar. Aber nicht so hatzig. Hetzen. Was mich jetzt wundert. Ach, hier siehst du. Boah, ja, wundervoll. Ich wollte gerade sagen, ich habe das schon vermisst. Ich habe das echt schon vermisst. Ohne Mist. Ich habe das echt vermisst. Mensch, endlich. Und ich dachte schon, hier ist im Spiel was kaputt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum sie das machen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, Signal können wir nicht hinsetzen. Signal können wir nicht platzieren. Weil er fährt raus, so oder so. Ist ihm voll Latte.
Vielleicht ein Chain-Signal? Ich habe keine Ahnung, das geht. Ich weiß es nicht. Naja, klar. Schau Stockner, ne? Die stehen sich hier die Beine im Bauch. Ich mag jetzt hier gar nicht weggehen. Wann fahren die wieder raus? Da sind drei Fahrzeuge da drin. Ich glaube, der nächste rein. Vier. Aber werden die jetzt hier gestapelt oder was ist los? Fahr doch mal wieder. Ich brenne schon wieder. Was ist denn hier los? Wohngebäude? Er hat rot. Er fährt nicht raus. So, das können wir zum Beispiel nicht machen. Ein Chain-Signal funktioniert nicht. Aber warum hat er rot? Dann fährt er raus. Das ist ihm egal. Nächster. Mach mal. Wir wollen was sehen. Er fährt einfach durch. Er fährt einfach durch. Ist ihm vollkommen egal. Oder kann man auch einfacher, wenn wir hier einfacher setzen? So. Und so. Und so rum. Keine Ahnung. So rum. Nee, die bleiben stehen. Das ist den Latte. Nee, doch nicht. Oh, warte mal. Warte. Nur haben wir den. Na, jetzt kommen wir der Sache näher. Es muss ein Block sein. Ach, siehst du? Guck mal. Wieder was gelernt. Es muss ein kompletter Block sein. Sag mir nicht, dann haben wir jetzt diese Sache mit dem Stau beendet. Oder was? Das sieht mir ganz danach aus. Es muss ein Block sein, dann passt das hier, dann funktioniert das. Ach, guck mal. Das hält's im Kopf nicht aus. Dann müsste das ja theoretisch hier oben genauso gemacht werden. Wo war es jetzt hier? Da. Das können wir sozusagen fast gar nicht, ne? Hier einen Block bauen. Aber ich meine, das ist schon Ewigkeiten her, dass wir hier mal einen Stau hatten, ne? Hier oben. So, wie läuft das eigentlich mit der Bahn hier? Da haben wir drei Stück. 1, 2, 3, 4 haben wir sogar da drin. Leute, fahrt bloß raus. Die sehen wir einfach zu eng zusammen, die Jungs hier, ne? Also ehrlich. Der nimmt noch Arbeit mit, wo sollst du denn hin? Ohne Eingang-Ausstieg hast du nicht gesehen. Mit Eingang-Ausstieg, wo ist denn das hier? Das muss hier oben sein. Das müsste ja der hier unten irgendwo sein. Wir müssen gerade durchfahren, oder? Jawohl. 79 Arbeiter, er fährt jetzt hier ran. So. Wieder zwei. Drei.
Es sieht aber gut aus jetzt, ne? Also ich glaube... Ja, das muss ein Block sein. Denn sagt er hier, weißt du was, das bremsen wir mal aus. Dann passt das schon hier. Bremse aus, schick mal die Kripo raus. Ich muss gleich mal gucken, ob wir das machen, was da los ist. Aber wie gesagt, das haben wir hin. Das funktioniert mit dem hier. Großartig. Dann haben wir das auch zurecht. Wunderbar. So, aber die Folge ist wieder zu Ende. Sag ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.